So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, nach einer kurzen Zeitspanne musste ich gerade das Fenster aufmachen, weil wurde ja gerade einfach zu warm drin. Gut, dann wollen wir weitermachen mit Level 3. Raffinerie. Raffinerie würde man auf Deutsch sagen, glaube ich. Und mein Geheimtrick? Scheiße, klappt nicht. Ah. Dann wird sie nämlich gerne direkt besucht. Die Map hat echt in sich. Deswegen bin ich auch ganz froh. Uah. Alter, warum haben die Platten alle? Scheiß Arschlöcher. Vor allem solche Monsters droppen nicht ihre Waffe, ne? Nein! Lass mal in Ruhe! Alter! Da ist ja mein Kollege rum. Kameradschwein. Achso, ist ja kein Kamerad. So, hier aufpassen, wie ihr an der Karte sehen könnt, ist das ein Secret. Naja, auf so ein fucking Details muss man achten, wenn man alle Secrets finden möchte. Und es gab, wie gesagt, das Spiel kommt von 1993, da gab es noch nicht so viele Spiele. Heißt also, Spiele mussten so ausgelegt sein, dass man wirklich monatelang, wenn nicht gar jahrelang, daran Spaß und Freude hat. Und damals bestand halt die Freude darin, dass die Levels halt extrem schwer waren oder man ewig selten damit verbracht hat, solche Sachen wie Secrets zu finden. Immer schön drauf da. Dankeschön. So. Oh. Ich weiß nicht, ob wir da schon reingehen sollten. Ach komm. Wow. Hacke. Nein! Ich hasse dich und deine gesamte Brut. Alter. Ah. Willkommen bei Project Brutality, würde ich mal sagen. Langsam kommen die richtig schweren Monster. Hallo? Hat irgendwie. Oh. Schade, ich wollte eigentlich diesen Kanister treffen. Alter, warum hat er mich nicht bemerkt? Was war mit dem los? Ja, die erste Plasmawaffe. Also die erste normale Plasmawaffe. Ich habe ja schon eine Plasmawaffe, aber die ist ein bisschen overpowered, also ein bisschen sehr stark. Und das hier ist praktisch die klassische. Die auch meine Kollegen in Böse haben. Womit sie mich angegriffen haben die ganze Zeit. Diese Schweine. Echt mal. So, da brauchen wir tatsächlich nicht rüber. Man kommt da nämlich anderseitig rum. Was für ein Wort, Alter. Anderseitig. Und zwar da. Tada! Von daher. Wäre zwar eine Abkürzung gewesen, aber egal. So, das haben wir hier. Feuerpass. So, jetzt geht's nämlich hier weiter. Beziehungsweise, wir könnten noch in die blaue Tür reingehen, aber ich mache erstmal hier.
Oh, hier sind auch noch schwere Gegner mit drin. Deswegen werde ich mal kurz ziehen. War das schon mal gar nicht mal so schwer. So, und jetzt kommt das hier. War das gerade dieses Rip and Tear von einem von meinen Kollegen oder war das gerade ein verschlagtes Monster? Dieses Erdbeben-ähnliche Detox. So, hier muss ich jetzt glaube rein. Aha. So, jetzt kann ich nämlich hier rein. Gut, okay, hat mir jetzt nicht was gebracht. Hat mir jetzt Paddys gebracht. Ist ja nett. Viel schade. Na gut. Na gut. So, Quick Save. Jawohl. Nehmen wir gerne an die Hand. So. Okidoki. Okay.